280 Urkunden, viele Meistertitel und Startplätze für die Norddeutsche Meisterschaft. Es gab viel zu gewinnen bei den Berliner Seniorenmeisterschaften. Ich freue mich über eine ganz tolle Veranstaltung, sehr faire und herzliche Atmosphäre und top organisiert. Nachdem am ersten Tag am Samstag bereits die Altersklassen 50, 65, 70, 75 und 80 angetreten waren, mussten heute die Teilnehmer der über 40 und über 60-Jährigen zeigen, was sie können. Der Seniorensport hat ja eine große Bedeutung für den Berliner Tischtennisverband. Überregional viele Erfolge, viele Medaillen, Goldmedaillen auf deutschen und norddeutschen Meisterschaften. Und für die Norddeutsche Meisterschaft konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auch qualifizieren. In jeder Altersklasse gab es eine bestimmte Anzahl von Startplätzen, die dann an die besten Spielerinnen und Spieler im Einzel vergeben wurden. Bei den Herren 40 konnte Carsten Lüdecke das Finale für sich entscheiden. Er gewann gegen Stefan Labitzke mit 3:0 und ist neuer Berliner Meister. Gegen Carsten traditionell schwierig, die vierte Niederlage im vierten Spiel in dieser Saison. Das ist einfach mit Carstens Abwehrspiel, okay, da muss ich ab und zu mal durchkommen, aber sobald er seine Offensive rausholt, ist auch für mich als Blockspieler schwer. Auch im Doppel konnte Carsten Lüdecke eine Goldmedaille gewinnen. Mit seinem Partner Johannes Scholz gewann er gegen Thomas Vogt und Hendrik Metzig ebenfalls mit 3:0. Ja, heute war ein sehr erfolgreicher Tag für mich. Schon 2 Goldmedaillen und noch die Chance auf das Mixed. War aber auch sehr anstrengend. Ich merke schon meine Knie und meine Beine. Bei den Damen 40 war es Carola Bratvogel, die sich gleich 2 Goldmedaillen sichern konnte. Sie siegte im Einzelfinale souverän mit 3:0 gegen Maria Smischliajewa. Im Doppel gewann sie mit ihrer Partnerin Ines Schmidt gegen das Duo Jana Lindo und Antonia Müller mit 3:1. Und auch bei den Herren 60 gab es einen Doppelgewinner. Tibor Krausch-Hellmann konnte sich zuerst im Einzelfinale gegen Andreas Waldo durchsetzen, bevor er mit seinem Partner Viktor Kosius auch noch das Doppelfinale gegen Gunnar Hippe und Detlef Rumprecht gewinnen konnte. Ja, heute alles gut gelaufen. Einzel und Doppel könnte gewinnen. Und sehr gute Organisation war. Alles flott gelaufen. Also herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner der Urkunden, der Meistertitel und der Startplätze für die Norddeutsche Meisterschaft.